Einen wunderschönen guten Hallo, meine Freunde. Ich bin's, euer Serd, und wie versprochen aus dem letzten Video befinden wir uns im Tiefenheim. Den Spot kennt ihr schon von einem meiner Gold Guides, die ich gemacht habe. Hier habe ich dementsprechend jetzt auch AOE gegrindet mit dem Mage. Auch hier wieder gesagt, ab Level 82 für alle Klassen ist dieser Farm möglich. Bevorzugt solltet ihr dies aber natürlich mit einer Range-Klasse machen, wie Hexe, Priester. Eule eignet sich sehr, sehr gut hier, weil ihr auch dann die Mobs hier, die hier schon kämpfen, andotten könnt. Oder generell Dot-Klassen sind hier sehr gut, weil ihr auch mehr Mobs taggen könnt und noch mehr Erfahrungspunkte generieren könnt. Aufgepasst solltet ihr haben dennoch, weil auch dort kann das natürlich passieren, dass ihr dann natürlich auch Aggro zieht und dementsprechend ja, mehr Mobs an euch kleben habt. Ich habe das jetzt gemacht, auch wie in der letzten XP Farm Guide Schieß mich tot. Bin ich weiterhin Schneider und habe jetzt hier eine Stunde lang gefarmt, habe mit 3% gestartet, wie ihr im letzten Video sehen könnt, und habe jetzt 57% Rested XP vollständig aufgebraucht. Als auch wie in der letzten Folge habe ich nur den Levelumhang an. Für 5% mehr Erfahrungspunkte Kopf habe ich leider nicht. Dementsprechend könnt ihr hier auch nochmal 10% mehr rausholen, plus nochmal 10% mehr Erfahrungspunkte, wenn ihr die Gildenstandarte besitzt, beziehungsweise zwischen 5 bis 10% mehr. So, dann kommen wir mal zu den Fakten. Ich habe jetzt hier, rechnet mal eine Stunde oder die 42 Minuten runter, habe ich jetzt in einer Stunde knapp 2,2 Millionen XP solo gefarmt, habe währenddessen 4 Greens, 207, ne, 216 Stoff gefarmt, habe 4 Greens, 4 mal Erz, weil da auch noch Bergbau ist. Hier sind auch noch ein paar Bergbau- oder Erzspots, die ihr nutzen könnt, um die XP noch ein bisschen nach oben zu treiben. Habe ein Rezept bekommen und insgesamt 19 Kisten, habe inklusive Trash, den ich schon verkauft habe, 125 Gold eingenommen. Und jetzt gucken wir natürlich einmal, was hier noch drin ist, um zu gucken, hat es sich denn gelohnt oder hat es sich nicht gelohnt. Ich zeige euch natürlich gleich auch gerne noch einmal mein Gear, was ich da genutzt habe, dass ihr das auf jeden Fall sehen könnt. Ich habe natürlich ein kleines bisschen Gold für den Char ausgegeben. Es ist aber jetzt nicht allzu viel, was ich jetzt gemacht habe. Wir haben jetzt nochmal 20, 40, 60. 73 Stoff dazu bekommen, noch mal ein bisschen hier an Elemente, noch mal ein bisschen Erz. Ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, hat es sich gelohnt dafür, dass unser Ziel ist, hauptsächlich zu leveln, ist alles, was wir on top kriegen, immer geil. Und dementsprechend, meine Freunde, solltet ihr AOE farmen oder generell leveln, hier ein kleiner Tipp: Nehmt euch gerne das Gold in die Hand und holt euch Trank des Schätzefindens. Das ist nur ein gut gemeinter Rat. Dann geht an die AOE-Spots, die ich euch auch jetzt hier während der in Anführungszeichen Serie zeigen werde, und farmt dort, um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: einmal Gold machen, als auch natürlich euren Char zu leveln. Dies richtet sich natürlich nur an Alternative Chars, beziehungsweise Alt- beziehungsweise Twink Chars. Dementsprechend macht das nicht mit eurem Main, weil viele Sachen könnt ihr nur machen, wenn ihr halt nicht gequestet habt oder ähnliches. Dementsprechend sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.